Schreibe dein eigenes Lied. Schreibe dein eigenes Corona-Lied. Heute Teil 1 von dieser Aufgabe. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Clara, ich bin die Leiterin der Musikschule Mut und ich habe diese kleine Videoreihe Mut online genannt und habe die gemacht für musizierende Kinder und für musizierende Erwachsene. Und wenn du eins davon bist, dann herzlich willkommen. Hier gibt es ein paar Spielideen für zu Hause. Heute möchte ich dich einladen, dein eigenes Lied zu schreiben. Und wir fangen heute an mit dem Text. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ein Lied zu schreiben. Und man kann das von unterschiedlichsten Ecken aus angehen. Und das ist also nur eine Möglichkeit von vielen, aber ich lade dich heute ein, mal mit dem Text zu beginnen und gebe dir dazu ein paar Ideen und ein paar Hinweise. Also warum habe ich das Corona-Lied genannt? Natürlich kannst du das Thema total frei wählen, was immer, worüber immer du schreiben möchtest, das ist gut. Aber das ist ja jetzt gerade das, was uns sehr beschäftigt. Und vielleicht ist es gerade interessant, jetzt auch ein bisschen darüber nachzudenken, was diese Zeit eigentlich mit dir macht und wie du das eigentlich erlebst, welche Erfahrungen du gemacht hast und was für Gedanken du dir dazu gemacht hast und ja, wie du dich gefühlt hast oder jetzt fühlst. Und das finde ich ist eine sehr gute Gelegenheit. Also such dir das Thema frei aus, was immer du möchtest. Und ich rate dir einfach, bevor du mit dem richtigen Text anfängst, einfach mal dir ein bisschen aufzuschreiben zu deinem Thema, einfach ein paar Gedanken zu schreiben. Wenn du jünger bist, dann reicht also eine halbe Seite bis eine Seite. Wenn du etwas älter bist, dann schreib mal 3 volle DIN A4 Seiten mit der Hand einfach mal so weg. Deine Gedanken ohne zensieren, ohne zu stoppen. Es muss jetzt nichts besonders Tolles sein. Einfach nur mal, schreib mal alle deine Gedanken auf und alles, was dich da beschäftigt und was du vielleicht so in dieses Lied so als Thema mit hineinnehmen kannst. Das ist so ein bisschen so dein Brainstorming sozusagen. Das ist so ein bisschen dein Material und mit dem kannst du dann arbeiten. Dieses Video geht ja an einem ganz bestimmten Tag online und das ist der Karfreitag. Ich weiß nicht, ob du es an diesem Tag siehst. Aber heute ist der Tag, du kennst das fest bestimmt, da wird ja die Kreuzigung von Jesus der gedacht. Und ich finde, das ist ein guter Tag, um auch mal all die Dinge auszudrücken, die dich schmerzen. All die Dinge auszudrücken, die uns schwerfallen, die uns belasten. Es gibt bestimmt auch für dich oder für deine Familie Dinge, um die du dir vielleicht Sorgen machst, Sachen, die jetzt schwer waren. Und es ist eine gute Sache, dem auch mal ruhig Ausdruck zu verleihen und daraus einen kleinen Liedtext zu machen. Das ist aber nur ein Vorschlag. Du kannst daraus auch einfach schon dein Osterlied machen und einfach schreiben oder ausdrucken, was es auch Gutes an Corona gibt. Also meinem Sohn ist da auch schon was eingefallen. Oder du machst schon so ein Osterlied draus im Sinne von alles Schöne, worauf du dich schon freust, was dir besonders wichtig ist und was du machen wirst, wenn das jetzt alles vorbei ist. Also ein Beispiel habe ich, wie man das zum Beispiel machen kann. Mein jüngster Sohn, der hatte gleich am ersten Tag, als wir zu Hause bleiben mussten und nicht in die Schule gehen konnte, hat er ein Corona-Lied geschrieben. Und das war typisch für ihn. Da war er noch vor allem damit beschäftigt, mit der Frage, oh, was muss man jetzt alles machen und worauf muss man achten? Und das wurde ja auch in der Schule gesagt. So, und dann hat er so ein bisschen ein Anti-Lied geschrieben. Und das klang dann ungefähr so, wasch dir nicht die Hände, knutsche jeden ab und so weiter. Ja, also er hat ein Lied geschrieben, wo es genau um das Gegenteil ging. Umarme alle Menschen, die du magst, was eigentlich eine gute Idee ist. Also du kannst es wirklich so machen, wie du es gut findest mit diesem Thema. Also wir werden 3 verschiedene Teile machen, das Lied in 3 verschiedenen Teilen schreiben. Einmal Text, dann im 2. Schritt die Melodie und im 3. Schritt dann die Begleitung. Heute fangen wir an mit dem Text. Du kannst den Text mit Reim
schreiben oder ohne. Du kannst dem eine Reimform geben und so eine Struktur wie so ein Gedicht oder du kannst das auch ohne machen. Entscheide dich aber bitte für eins von beiden. Du kannst dem Ganzen einen Rhythmus geben, wie es eben auch in so einem Gedicht ist. Rhythmus, wie wir das von der Musik auch kennen. Du kannst es auch mehr so als Fließtext schreiben, sag mal so einen Klagetext oder so, einfach so, ja, ein Satz an den anderen, ohne dass das jetzt irgendwie so eine Reimform oder eine Gedichtform haben muss. Entscheide dich einfach für die Form, die dir besser gefällt und wo du glaubst, das liegt dir eher. Welche Worte passen zu deiner Stimmung, zu deinen Gedanken? Gibt es vielleicht auch noch andere Worte als die ersten, die dir kommen? Gibt es andere Worte, die ähnliches ausdrücken, die das vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, wo noch mehr Farbe drin ist? Welche Adjektive beschreiben deine Situation oder das, worüber du schreiben möchtest? Und passen eher lange Sätze, passen eher kurze Sätze? Mach dir so ein bisschen Gedanken vorher, wie dein Text klingen soll. Du kannst als erste Idee ein Gedicht als Start nehmen. Welchen Rhythmus hat dieses Gedicht? Welche Form hat das? Und dann versuchst du einfach, deine Worte und dein Thema in dieselbe Struktur reinzupressen. Mach dir keine Gedanken darüber, wenn du so ein bisschen irgendwo was änderst. Darauf kommt es nicht an, sondern einfach darauf, dass du schon mal sowas hast, woran du dich so ein bisschen festhalten kannst. Manche Menschen können das sehr gut, einfach sich was ausdenken. Manche haben lieber so eine Art Geländer, wo sie sich festhalten können. Und das könnte ein Geländer für dich sein. Du nimmst dir einen Spruch oder ein Gedicht, was du kennst, und machst daraus was Eigenes. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich nehme den ganz einfachen Abzählreim. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck, und du bist weg. So, was mache ich daraus? Ich mache auch daraus ein kleines Corona-Liedchen, einen kleinen Corona-Reim. Einer meiner Brüder trampelt immer wieder, trampelt durch den Raum, das ist kein Traum. So, das war jetzt ganz einfach. Ich habe einfach diese Struktur genommen und meine eigenen Worte darüber gelegt. Das ist vielleicht noch nicht super. Da kann man bestimmt noch was verbessern. Das kann man bestimmt noch schöner machen. Statt Traum könnte man vielleicht Albtraum sagen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das mit dem Rhythmus passt. Da müsste ich noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber jetzt hast du so eine Idee, wie man es vielleicht machen könnte. Andere Möglichkeit ist, du nimmst ein Lied und setzt da einen neuen Text drauf. Das macht man ja auch gerne mal, zum Beispiel zu irgendeinem besonderen Geburtstag oder so. Und wenn jetzt zum Beispiel deine Oma oder ein Onkel oder jemand, den du kennst und den du sehr gern hast, Geburtstag hast und du kannst ihn nicht sehen, dann ist das auch eine schöne Idee. Dann schreibst du ihm vielleicht mal einen Text auf ein Lied, was du kennst, einen Text, was genau für diese Person ist. Ja? Also wie könnt ihr das zum Beispiel sehen? Du kennst vielleicht das Lied Brüderchen, komm, tanz mit mir. Das klingt ungefähr so. Brüderchen, komm, tanz mit mir. Beide Hände reich ich dir. Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer. So, und dieses Lied nehme ich jetzt als Anlass und denke mir selber einfach einen anderen Text dazu. Dann habe ich schon einen Rhythmus, ich habe erstmal eine Melodie, später ändern wir das, aber erstmal habe ich auch wieder so ein Geländer, in dem ich mich festhalten kann und versuche, meine Worte da so reinzupacken. Ich habe mir Folgendes ausgedacht. Wenn die Zeit zu Ende ist, wo ihr euch verstecken müsst, tanzen wir Hand in Hand, freuen uns im ganzen Land. Okay, banaler Text, wie auch immer, muss euch nicht gefallen. Hauptsache, euer Text gefällt euch. Ja? Hauptsache, du findest einen Text, der für dich irgendwie passt. Gut, schreibe auch gerne irgendeinen freien Text, ja, gerne ohne Reime. Achte dabei aber auf den Rhythmus, den die Worte haben, auf den Klang der Sprache. Da habe ich mir mal als Beispiel so ein Gedicht ausgesucht. Das ist ein Gedicht von Kurt Schwitters. Und das ist mal so ganz, ganz anders, aber vielleicht eine Anregung für dich, wenn du es auch mal ganz anders machen möchtest. Also, von Kurt Schwitters. What a bee, what a bee, what a beauty. What a bee, what a bee, what a A. What a beauty, beauty, bee. What a beauty, beauty, bee. What a beauty, 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 bee, bee, bee.
What a bee, what a bee, what a beauty. What a bee, what a bee, what a A. What a bee, 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 bee. What a bee, 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 bee. What a bee, 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 bee. A beauty, bee, bee, bee. What a beauty. Also das ist was ganz anderes. Der geht mit Worten ganz, ganz anders um, wie du hörst. Mit dem Rhythmus der Sprache, mit Wiederholungen, mit dem Klang. Spielt ein bisschen mit der Bedeutung. Auch wenn du kein Englisch kannst, hörst du, glaube ich, wie viel Wiederholungen da sind. Und dass das ganz lustig sein kann, wenn man so mit der Sprache umgeht. Also das waren so ein paar Ideen, die ich dir mitgeben wollte, wie du deinen Text schreiben kannst. Und jetzt bist du dran. Leg los, fang gleich an, dein Lied zu schreiben. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und ich freue mich natürlich, wie immer, wenn du mir deine Ergebnisse schreibst. Zum Beispiel hier unten in den Kommentar oder du schreibst mir direkt an meine Mail. Wir sehen uns bald wieder. Bleib gesund. Frohe Ostern wünsche ich dir und deiner ganzen Familie. Feiert schön und lasst uns immer einander beistehen. Herzliche Grüße.